So, binomische Formeln, die üben wir nochmal. Mit einem freundlichen. Und jetzt. Gut. Na dann los. Also, hier stehen die Aufgaben, Pause drücken und Action. So, hier ist die Lösung. Und nebenbei, wenn man dann zu Hause vergleichen kann, wir haben uns die binomische Formel so eingeprägt, dass wir da nicht lange rumgezickt haben, sondern wir haben ein ganz lockeres, kleines Liedchen draus gemacht. Z2, 3, 4. A plus B. In Klammern zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und nochmal. A plus B in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Das kann man bis zum Abwinken singen. Also, jetzt rückwärts entwickeln, praktisch in diese Klammerform bringen. Ne? Das Plus oder Minus sieht man hier, ne? Hier. Also das minus das in Klammern zum Quadrat. So, die muss daraus werden. Und die entsprechend auch wieder eine Klammerform. Und hier das Plus, das können wir schon mal hinschreiben. Na denn. Und das probieren wir nochmal aus. Also hier kam raus 4x minus 18 in Klammern zum Quadrat. Das kann man natürlich dann wieder rückentwickeln und dann kontrollieren, ob es stimmt. Ne? Das geht, meistens geht das also ausmultiplizieren leichter, dann entwickelt man das wieder rück. Nochmal zur Vorgehensweise: Man schnappt sich einstweilen die Äußersten, das Minus schreibt man ab, und wurzelt das, schreibt das rein und kontrolliert, ob es stimmt. Dann braucht man sich hier drum gar nicht so sehr zu kümmern. Das zweite ist x plus 1/2 in Klammern zum Quadrat, müsste eigentlich auch klappen. Gut. Dann hätten wir das auch mal wieder geübt. Moment, das Lied der binomischen Formel, das ist deswegen so schön universell, weil man sich die erste und die zweite nur so merken kann, dass man sagt a plus b in Klammern zum Quadrat. Dieses Plus hier, das erscheint hier an der Stelle. Ist es ein Minus, erscheint es an der Stelle. Also merken wir uns bloß die erste und wissen die zweite automatisch. Und damit das alles nochmal richtig schön eingängig ist, haben wir das nochmal mit allen Kräften geprobt und singen es noch einmal. 1, 2, 3 und. A plus B in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Nochmal. A plus B in Klammern zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Sehr schön, und wir schließen das Video ab mit einem freundlichen.